Ganz viel Spaß mit dem Bottleneck und einer Einstimmung auf das WM-Finale. Das und mehr jetzt. Und damit herzlich willkommen zum 322. Soundvlog. Wir sind mal wieder live auf Sendung, deswegen auch schon mal herzlich willkommen an alle Chat-Teilnehmer. Ich habe gerade Schluck auf, das ist total peinlich. Da war er schon wieder. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ich hoffe, dass ich trotzdem gut üben kann mit meiner Resonator-Gitarre. Schon wieder. Und meinem Bottleneck. Im Open-G-Tuning. Ich habe mir wieder ein ziemlich interessantes Tutorial rausgesucht von jemand anderem als gestern. Der war mir dann doch so ein bisschen sehr theoretisch. Und der, den ich jetzt habe, der hat so ein paar Licks auf Lager, die wir mal gleich üben können. Aber es macht immer noch nach wie vor viel Spaß. Das ist ein ziemlich starkes Delay, ne? Ich wollte ein bisschen Hall mal oder Delay mal draufsetzen auf den Sound hier. Ich mache mal das Feedback ein bisschen weniger und machen wir es ruhig einfach auch noch ein bisschen leiser, damit so ein bisschen mehr räumliche Tiefe da ist. So ist gut. Ach, ich freue mich. Es wird auf jeden Fall gleich losgehen. Habt ihr das Spiel um Platz 3 gestern gesehen? Also erstmal so ein bisschen einstimmen, ein bisschen stärken, bevor es wirklich hier ins Eingemachte geht. Ich muss ja sagen, dass Oliver Schmidt mir überhaupt nicht gefallen hat. Habe ich auch einmal getwittert, der Kommentator. Oder es wird ja immer gesagt, der Reporter, der Sportreporter. Aber irgendwie finde ich, ist Reporter für mich noch ein viel zu positiver Begriff für den Job, den die da machen, wenn sie den Spielverlauf kommentieren. Also für mich ist es ein Kommentator eigentlich. Aber falls jemand da irgendwie Näheres weiß, wann man was sagt, kann man mir das gerne auch erklären. Und der Typ, der hat ja wirklich in einer Tour wirklich permanent die Brasilianer gedisst. Also wirklich in jedem Satz. Also das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Man kann doch dann auch mal so einfach sich überlegen, okay, ich habe es jetzt ungefähr 500 Mal gesagt, vielleicht reicht es jetzt mal. Vielleicht hat es jetzt tatsächlich jeder mitbekommen, der Fernsehen geguckt hat, dass die Brasilianer auch wirklich schlecht spielen. Und dann kann man doch mal seinen Blick irgendwie auf andere Dinge lenken. Okay, die Schiris waren anscheinend auch ziemlich schlecht, wobei ich immer eigentlich bewundere, wie präzise die oft Dinge auch bewerten. Also schon allein diese Abseitsgeschichten, wo es sich irgendwie um Bruchteile eines Meters dreht. Okay, in dem Fall war das sogar noch, ne, das 2-0 oder so, da stand, glaube ich, der Holländer mit einem Bein im Abseits. Gut, hätte man wahrscheinlich sehen müssen. Trotzdem finde ich es nach wie vor schon krass, wenn Urs Meier da sagt, das ist keine Weltspitze der Schiedsrichter. Wir brauchen die besten Schiedsrichter und es war, die geben sich alle sehr viel Mühe, die zeigen Engagement und die machen die Fehler nicht absichtlich. Aber sie, ja, weiß nicht, sie sind nicht professionell genug und so. Meine Güte, was gibt es denn noch für Schiris auf der Welt? Ich habe immer gedacht, das ist auch so ein bisschen eine Glückssache, ob ein Schiri jetzt Weltklasse ist und keine Fehler macht oder halt ob ein Schiri mal den Blick halt nach rechts neigt, wenn links irgendwie Suarez den anderen beißt oder so. Das kann man ja nicht verlangen, dass ein Schiri seinen Blick überall an jedem Nebenschauplatz hat oder so. Naja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall finde ich, hatten die Brasilianer auch schon hin und wieder mal eine Chance. Ich meine, jetzt haben sie 3-0 verloren, aber das stand fast das ganze Spiel über, stand es 2-0. Und das ist jetzt kein Spielstand, wo man sagt, das ist die absolute Superschmach für die Brasilianer. Die hatten nachher noch ein paar Torschüsse, aber das wurde so völlig nebensächlich nochmal so bemerkt. Ach ja, jetzt waren sie mal kurz vorm Tor. Aber dann auch, der letzte Wille hat gefehlt und man merkt, nein, der Ball, der,
keine Ahnung, das hätte durchaus auch nochmal ein Tor geben können für die Brasilianer. Mich hat es mega gestört. Und ich glaube, ich anstatt den Sound auszumachen, lasse ich den Kommentator immer weiterreden, weil ich irgendwie noch die Hoffnung habe, vielleicht sagt er ja irgendwann nochmal einen schlauen Satz. Aber es war in dem Fall leider nicht gegeben. Und ja, er hat wirklich auch permanent nochmal darauf hingewiesen, wie schlecht doch das ganze Spiel ist, wie wenig sehenswert das doch ist, wie unglaublich langweilig das ist und so. Mein Gott, man kann doch auch mal... Oh, das war nicht beabsichtigt. Weg damit, weg, weg. Gibt's das? War das jetzt die Gitarre oder war das doch meine Hand? Okay, zu den Comments kommen wir auf jeden Fall später. Was wollte ich sagen? Es ist doch, man kann doch auch mal ein bisschen den Blick der Zuschauer auf sehenswerte Momente des Spiels dann lenken, oder? Oder gab es da wirklich nichts? Ja, man hätte ja schon mal über das Finale dann reden können, ja, wie sich die Deutschen vorbereiten. Aber ich glaube, da sind ihm dann die Hände gebunden. Da heißt es dann, ja, okay, da gibt es eh noch 4 Beiträge im Anschluss, da soll er nichts vorwegnehmen. Vielleicht ist es dann auch so. Naja, und was mich sehr beeindruckt und mich sehr gewundert hat, ist, dass die, also ZDF ist ja jetzt fertig, deswegen kann ich da auch so ein bisschen Revue passieren lassen, dass sich dieses ganze Team, was für die ARD aber auch gilt, sich sehr einig ist. Also das, was der Kommentator sagt während des Spielverlaufs, das sagen dann auch immer noch die Experten nachher. Ne? Die sind sich hundertprozentig in allen Entscheidungen immer sehr, sehr einig. Entweder, weil die vielleicht wirklich auch Ahnung haben oder weil das irgendwie auch so ein bisschen die Devise ist, dass man da guckt, okay, wie hat Oli Kahn das gesehen, wie beurteilt der das, und dass der Kommentator das dann schon mit ihm kurz per SMS mehr oder weniger abgleichen kann, sodass einfach da so das Standing der Analyse konsistent ist. Also, dass es das gibt, ne? dass mal Oli Kahn sagt, nö, war eigentlich ein Elfmeter, weil er, keine Ahnung, der Stürmer ist erst im Strafraum zu Fall gekommen oder so. Halt irgendwas, in dem Fall war es, glaube ich, auch wieder eindeutig, aber trotzdem, es fällt mir immer wieder auf. Und Oli Kahn, der trinkt doch auch während des Spiels. Das ist jetzt eine ganz, ganz böse Unterstellung, aber der ist nachher immer so albern oder der ist einfach müde schon. Aber der lacht immer mehr über seine Witze, bevor er selber die ausdrückt. Also er kündigt immer durch sein Lachen an, dass das, was er gleich sagt, auch witzig sein wird. Und dann redet er immer mehr und der sabbelt dann auch so einen Stuss. Ne? Der wahrt gar nicht so diese Haltung eines Experten. Und das entwickelt sich halt total im Laufe des Abends. Am Anfang ist er immer noch recht, recht diszipliniert und abends ist er dann, lässt er sich total gehen. Finde ich ganz lustig, das zu beobachten. Man denkt ja, der ist ja doch Medienprofi auch mittlerweile. Aber das weiß ich nicht, ob ihm das so bewusst ist, wie sich seine Art da so ändert. Ja, was haltet ihr eigentlich von meinem Bild? Es ist relativ flat geworden, ne? Und relativ unfarbig und so. Ich habe irgendwie nicht mehr so Lust auf diese knalligen Farben. Und ich wollte mal gucken, wie viel Dynamic Range meine Kamera so erübrigen kann. Ich habe leider gemerkt, dass ich für einen sehr niedrigen ISO-Wert immer noch viel mehr Licht brauche. Was mich sehr gewundert hat. Also wenn mal richtig Sonnenlicht von außen kommt, dann ist das Bild dann doch nochmal schön hell und nochmal ein bisschen detaillierter. Gut, aber fangen wir erstmal an, würde ich sagen. Ah, lange Rede, kurzer Sinn, aber das war einfach auch ein denkwürdiges Spiel, um es mal so ein bisschen wertfrei zu formulieren. OpenG Tuning Lesson Turnarounds von Brandon Reeves. Mir ist aufgefallen, wenn man mal nach OpenG und Bottleneck sucht, dann haben die diese ganzen Tutorials nur noch so 1000 Aufrufe oder so oder noch weniger. Also es scheint schon sehr weit sich von dem Mainstream wegzubewegen. Der hier hat aber immerhin 22.500 knapp Aufrufe und der Typ gefällt mir total gut von dem, was er so spielt. Also, Plektrum brauchen wir nicht. Wow. Gibt erstmal einen Applaus, würde ich sagen.
Brandon here. I had a YouTube viewer email me a question on my website about open G tuning. He enjoyed, as Joe from Connecticut, enjoyed the open G chords lesson, and he wanted to know some information about maybe how to play some turnarounds in open G. So I thought it was a good question, and I'll make another video, kind of show you some of the turnarounds I do in open G. And you know, maybe that'll be helpful. So let me show you the very first turnaround I learned in open G. I'm going to be using a slide for some of this, but you don't have to. You can just use your fingers. Doch. Nein, ich will sliden. Right hand. Natürlich. So this one, all of these are going to start on beat one with that fifth string G. Das kann ich schon. We're in open G tuning. I guess I didn't say that. Soll ich so ein bisschen B, Platz G, machen? D, G, B, D. Also, so dann gehe ich doch auf die Seite. Beat on each of these is going to be a quarter note, fifth string, open G. And then for this one, I'm going to use my middle finger, fourth string, third fret, and I'm playing the fourth and third strings, and I'm just going to walk down. Wie bitte? So that's kind of the first turnaround I learned from a Muddy Waters tune. Ich hab's nicht gecheckt. He does it on a few other tunes. Na, na, das ist eine Sekunde, ne? Ja, doch, so. Das ist schon mal ziemlich cool. Ich muss mich mal ein bisschen dran gewöhnen, den wirklich auf jeder Viertel zu spielen, egal was ich sonst mache. Er hier dämpft den immer ab, das finde ich auch nicht schlecht. Im Prinzip ist das eine Triolenachtel nur noch. Gestern der Typ, der hat die immer durchklingen lassen. Aber so, dadurch, dass ich eben triolisch auch abdämpfe, also da kriegt das so auch sofort Groove. Das ist so schwer. Hier eine Sicherheit zu bekommen, vor allem weiß ich immer noch nicht, wie ich meine Hand ablegen soll. Ja, das war schon ganz gut. Das war schlecht, langsamer. Verdammt. Okay, ich hab's zumindest vom Prinzip verstanden. And then that last little part there, I'm taking my slide, I'm on the fifth string, third fret, sliding up just a little. And then going to the open fourth string twice. So there's our turnaround in open G number one. Da, da, da. Richtig. Wir machen mal einen langsamen Klick an. Ja, ist fast schon ein richtiges Tempo. Vielleicht. Ja, Tempo 70 vielleicht. Da, na, na, na. Tempo 80. Da, na, 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 ba. Cool. Okay, gucken wir mal weiter. Aber schon ganz cool. Klappt schon ganz gut. Second, third.
third fingers on the sixth and fourth strings on the same fret, third fret, and I'm playing six with my thumb. And these two guys are playing four and three again. I'm going to keep my thumb doing quarter notes for this one. This is kind of a Robert Johnson style tuning. If you listen to his music, you hear this one a lot. So we start with the open fifth string, and then... Okay, also einfach mit der D-Seite. So that's kind of a Robert Johnson-y kind of tune to turn around. I'm using. Okay. Sometimes at the end of these. Okay, ich würde sagen, soweit erstmal zu diesem Tutorial. Ein so ein Turnaround ist immer ganz, ganz gut zu wissen. Wonach mir noch viel mehr der Sinn schwebt, ist halt mal akkordisch auch wirklich was zu reißen. Ich werde jetzt mal einfach versuchen, mich an diese Viertelbegleitung zu gewöhnen und mal so ein bisschen rumimprovisieren auf den anderen Seiten. Ja, sowas. Deswegen, ich brauche irgendwo mein Handgelenk. Ich glaube, hier ist vielleicht ein ganz guter Platz. Also, da ist noch Luft nach oben, bevor ich da jetzt den Mega-Groove raushole und total dazu locker singen kann und irgendwelche coolen Blueses improvisiere, muss doch noch so ein bisschen Routine her. Keine Ahnung. Klingt noch nicht so bluesy. Gucken wir doch mal ein bisschen weiter, was er noch so für uns an Input gibt. Check out that open G tuning chord lesson video. That'll help clear up some of those. So we got two turnarounds, Muddy Waters. And then Robert Johnson. Ach so, das macht der binär. Das ist interessant. Vorher hat er Tenor gemacht, den ersten. Let's see. We can kind of take that Robert Johnson one, and instead of starting at the third fret, we can back up to two, and we can walk it up. So I'm going to still start with the open fifth string, and then... So there's a neat one, starting at two. Ja, es hört sich ganz nett an. Okay, aber, also interessanter Typ, wenn er sagt, er hätte noch eine Chord-Lesson, dann sollten wir uns die vielleicht mal anschauen.
Gibt es hier so eine Suchfunktion? Ich muss mal wieder bei diesem Channel-Ding. So, OpenG. Das wird ja hoffentlich reichen als Stichwort. So, da habe ich einmal die Turnaround-Lesson und dann gibt es hier die Chord-Lesson. Die schauen wir uns mal an. Hey, folks. I got another lesson for you here today. Yes. The last lesson I did was a slide guitar thing, and I was tuned to open A. So today I thought I'd do kind of a corresponding thing. You can use ideas from both of these lessons together in one piece of music, kind of a 12-bar blues or whatever. So I'm tuned to open G today. So it's the same as open A, just a whole step lower. So my tuning from low to high is D, G, D, G, B, D. Sounds like this. It's a G major chord. That's why it's called open G. And so what I'm going to show you are a few chord shapes that I use in this tuning when I'm playing a blues. And the first chord is just what I just did, the open strings. Normally when I'm playing that G chord, I'm not playing the sixth string because my root note is on the fifth string. G's the root note. So there's the first chord. You can use those open strings. The next chord shape I'm going to use is a G7 chord. Right here at the third and fourth frets. So my first finger's bar in the first two strings at the third fret, and my middle finger's on the third string. Ah, fourth. Komm da nicht mit. So there's a G7 chord. Then I got another G7 chord, two frets higher. First finger's on the fifth string, first. Ja, das habe ich schon gesehen. No. First string, fifth fret. Habt ihr das gemerkt? Second finger's on the second string, sixth fret, and my third finger. Second finger, sixth thread, and my third finger is on the fifth thread in the second string. Boah, das ist, ich komme da nicht mit, wenn wirklich pro Ton irgendwie drei Informationen gegeben werden und dann für vier Finger das so runtergerasselt wird und dann vertut er sich auch noch und sagt, ach nee, Moment, ist ja gar nicht, die dritte Seite ist ja irgendwie der Bund höher oder so. Das ist irgendwie ist das echt die beste Methode, um zu erklären, was ich greife? Ich wage das mal zu bezweifeln. Da muss mal eine Revolution her auf YouTube. Da muss es mal jemanden geben, der irgendwie deutlich sagt, um welche Töne es geht, ohne dass man erstmal 10 Minuten referieren muss. Also auf dem Klavier sagt man halt, spiel mal das ist E. Und dann ist es ein E. Und dann sagt man vielleicht noch, nimm den Zeigefinger oder so. Ja, keine Ahnung. Irgendwie regt mich das auf. Also ich habe gemerkt, dass ich ein großer Fan... Das, ja, ich meine, es ist ein 7er-Akkord, aber der gefällt mir nicht. Ja, was haben wir hier? Quinte. Und dann haben wir hier eine Oktave der Quinte. Und dann haben wir hier die Septime. Und dann haben wir hier noch eine Sekunde oben. So würde ich das niemals machen. Fingers on the third string, seventh fret. Still playing those open fifth and fourth strings. Dafür ist die Oktave zu stark auf der Quinten und die Sekunde außen zu haben ist auch nicht so schön. Die Sekunde in der Mitte ist immer schöner, finde ich. I got another G7. Das klingt schon besser. So you can see my third. Aber die 7er interessieren mich gar nicht. Ich will mal den C-Dur und den D-Dur lernen. Und dann würde mich auch noch interessieren, wie man vielleicht das Bottleneck mit einsetzen kann. Also ich stelle mir das so vor, dass man auch eben die anderen Finger mit aktiviert, wie ich das vorhin mal gemacht habe bei C-Dur. Vielleicht halt dann doch mal auf dem Zeigefinger auch. Und dann kann man noch. Ich muss
muss mich ja echt mal dran gewöhnen, richtig die oberen Saiten ausklingen zu lassen. Ja, deswegen, ich vergreife mich sofort hier bei den tiefen Saiten, weil ich keinen Halt mehr habe. Wenn ich die abdämpfen kann, dann weiß ich sofort auch, wo mein G ist. Aber wenn ich die ausklingen lassen muss, dann muss ich so ein bisschen freihändig irgendwie wieder zum Grundton finden. Situation. Gucken wir mal. Voll gut. Das geht natürlich nicht mit Bottleneck. Shapes on the top strings, and the main thing I'm doing there is a half step approach from one fret below. So if you take any of those chords, you move one fret down, and then move into the correct fret. That's always a good sound. Okay. So anytime you're on the one chord in a blues, you can use any of those ideas. The next chord in a blues, after we have four measures of the one chord, we go to the four chord. So you can C to a fifth fret. Bam! It's a C major chord in the key of G. Our four chord is C. So that's one I use a lot. If we move to a C7, we can add our fourth finger. Fifth fret's higher. And then there's another C major chord down here. It's kind of an inversion. The root note's on the second string. The lowest note I'm playing is the open fifth string, which is G. Or you can use your thumb for the third there on E. So there's a C chord. If you use your pinky, it's kind of a handful, but if you use your pinky on the third string, third fret, then it's a C7 chord. Da habe ich aber auch wirklich alle Finger verbraten. So there's a few C chords. C major, C7. C major, C7, and then we can take this chord shape and move it two frets higher. The last chord in our blues is a D chord, D major, D7, and then there's a D chord right there. All these chords I'll have tabbed out on the website, should be just below the video you're watching. So there's a bunch of chord shapes for you, and what I'm going to do is play through a 12-bar blues, and I'm going to use a lot of those shapes so you can see how I use those shapes in a 12-bar blues in open G tuning. Okay, ich glaube, das ist schon ein guter Input, dass ich jetzt mal alle Akkorde gehört habe und auch diese Geschichten, diese Ausschmückungen sind gar nicht so schwer. Beim Schlagzeug hat man ja meistens so Unabhängigkeitsprobleme mit den
Gliedmaßen, ja, rechte, linke Hand oder rechter, linker Fuß. Und dann geht es dann mal so ein bisschen so Küchenpsychologie und Biologie mäßig darum, die Gehirnhälften besser zu vernetzen. Ja, man sagt ja immer, oh, da gibt es nur eine ganz kleine Verbindung und die muss gestärkt werden und deswegen ist es gut, irgendwie möglichst unabhängig zu sein. So, und jetzt habe ich auf einmal das Problem, dass mein rechter Daumen unabhängig von den übrigen rechten Fingern sein soll. Und da weiß ich nicht, wie man das rechtfertigen kann und begründen kann mit den Gehirnhälften. Ich merke auf jeden Fall, dass es eine relativ andere Aufgabe ist. Sowas ist für mich mit den Händen kein Problem zu koordinieren. Aber jetzt auf einmal das in einer Hand zu verkörpern, ist nochmal was Neues, aber es klappt. Und klingen lassen, ganz wichtig. Eins. 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 Nein, klingen lassen. So, und dann geht's mal weiter. Dann geht's hier. Das war's. Das ist mein erster Blues gewesen. Yeah! Super. One. Okay, wie habt ihr das Spiel um Platz 3 empfunden? Da schauen wir mal kurz in den Chat, was ihr zu sagen habt dazu. Hoch, habe ich den hier überhaupt schon auf den Chat? Gibt's ja nicht. Ist ja immer was ganz Neues. Doch, den muss ich aufhaben. Irgendwie muss ich ja gerade auf Start gedrückt haben. So, okay, es geht schon ganz... Boah, hoi, da geht's aber ab. Also, wer ist denn überhaupt im Chat? Zero L ist da und Better Media sind schon mal da. Ich und Moritz hatten eh schon mal die Idee, das Lied umzuschreiben und Klaus auf Twitter zu posten, wenn der Vlog zu spät dran war. Welches Lied? Sag mir Quando. Ey, ihr seid aber auch fies. Ja, ich gebe ja zu, die letzten Vlogs waren jetzt alle live, weil ich es nicht geschafft habe, irgendwie im Laufe des Tages noch einen zweiten zu machen. Das ist schlimm. Aber eigentlich finde ich das auch sehr reizvoll, den live zu machen. Also ich finde das irgendwie viel, viel, weiß ich nicht, aufregender, weil ihr eben sofort auch ein bisschen was, was dazu sagen könnt. So, das Blöde ist an meiner Chat-Oberfläche, dass das immer wieder hochscrollt auf den aktuellen Beitrag. Deswegen gucken wir nochmal. Video zum Verlinken. Ich habe das Spiel gesehen. So, da geht's los. Naja, auf Halbprofi eingestellt. Der Schiri gestern war schlecht und abseits entscheidet eh der Linien-Schiri. Ja, das Schiedsrichter-Gespann war natürlich das, was ich thematisiert habe. Ja, genau, Klaus schreibt Zero L. Hat mich auch genervt, der Kommentator. Aber den Österreichern... den österreichischen tue ich mir dann auch nicht an. Ist der noch schlimmer oder wie? Das wäre mal interessant zu wissen, ehrlich gesagt. Ich habe noch am Ende
ich habe wirklich diese ganze Berichterstattung durchgeguckt. Ich blöd, Mann. Und dann gibt's immer noch so die Impressionen des Tages oder der gesamten WM nochmal so zusammengeschnitten, die schönsten Bilder. Und da hat man ganz oft die ausländischen Kommentatoren und Reporter, die halt möglicherweise aus dem Land sind, was da gerade spielt und so. Das finde ich total spannend, wie die das sehen, aus welcher Perspektive. Auch gerade bei so zweifelhaften Entscheidungen würde mich mal interessieren, ob die einen immer sagen, war auf jeden Fall 11 Meter, und die anderen Länder sagen dann, also das gegnerische Land, da sagt dann der Kommentator, auf jeden Fall eine Schwalbe, das muss geahndet werden, wie schnell er sich da fallen lässt und so. Ich glaube, da hat man ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven. Das, was ich halt bei so einem Sender vermisse, wie das ZDF oder ARD genauso, die haben so eine aus einem Guss geformte Meinung. Da gibt's keinen einzigen, der sagt, ach, ich sehe das eigentlich eher so relativ. Gibt's da nicht, ne? Da müsste man halt schon mal so ein bisschen in die anderen Länder gucken. Ich finde den österreichischen Kommentator irgendwie ganz in Ordnung, schreibt Zero L, aber bei Spielen zwischen Österreich und Deutschland schalte ich immer wieder auf ZDF, um was zu lachen zu haben. Ja, eben genau das Thema. Das ist ja cool. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt Ö3 oder Ö1 oder wo das läuft, wie ich das empfange. Kann man das über Satu sehen? 2 Elfmeter oder sogar 3 nicht zu pfeifen und Oscar sogar als Schwalbe zu verwahren, fand ich schon schwach, ja, muss ich auch sagen. Bei mir ist es umgekehrt, ich kann ORF in HD schauen und ZDF nicht. Der hat auch mal live im Fernsehen gesagt, weil er nicht wusste, dass er schon dran ist. Da sind ein paar Hurenkinder dabei. Wer, Olli Kahn oder was? Ach du je. Dass der sich da hält, ne? Aber ja, wie findet ihr denn Mehmet Scholl in der ARD? Guckt ihr das? Sehr, sehr miesepetrig kommt der mir rüber. Der ist auch so viel am Lästern, ne? Auch so verbittert, so richtig ernst, und wie kann das nur sein? Das ist so eine sehr, sehr deutsche Art eigentlich, wie er das Spiel da immer noch mal sieht aus seiner Expertensicht. Okay, gucken wir noch mal. Ich behaupte jetzt mal, die Rezo-Gitarre wird nicht alt bei Klaus. Ich glaube, in der Hinsicht wirst du recht behalten. Wo es 2008 wagt, diese Theorie. Alexander Aves schreibt, logisch, jeder Finger hat seine eigene Gehirnhälfte. Hi Alex, willkommen im Soundvlog. Unabhängigkeit innerhalb einer Hand sollte dir auch durch mehrstimmiges Spiel auf dem Klavier bekannt sein oder etwa nicht, fragt Wo es 2008. Und sagt nochmal, nein, jeder Finger hat sein Gehirnfünftel. Ist was dran, kann ich mir vorstellen. Ich gehe jetzt essen, toll. Lecker Brathuhn, schau mir den Rest danach an. Ja, guten Appetit, Better Media. Das war auf jeden Fall ein schöner Abschluss hier für meinen kleinen Chat-Slot. Ich dachte, du isst jetzt argentinisches Steak und zerfleischst schon mal unseren Gegner im Vorfeld. Ja, worauf wollte ich nochmal Bezug nehmen? Ich vergesse das immer alles. Unabhängigkeit der Finger. Kenne ich das vom Klavierspielen? Also teilweise gibt's ja, also ich spiele, toll, ist hier kein Strom drauf gerade. Ich hatte das im Einsatz und noch nicht richtig wieder an den Start gebracht. Also was ich vom Keyboard-Spielen und so kenne, ist, dass ich Schlagzeugrhythmen per Tasten spiele, und da spiele ich im Prinzip ähnlich, wie wenn ich auch am richtigen Kit sitze, dass ich mit der rechten Hand nur die Hi-Hat mache und dann mit der linken Hand Snare-Drum und Bass-Drum. Klar, weil irgendwie den Fuß kann ich ja nicht einsetzen, deswegen mache ich da diese abwechselnden Geschichten mit einer Hand. Ich kann mir vorstellen, wenn man total der Bach-Spezialist ist und wenn man irgendwie fünfstimmige Fugen spielt und so, dass man dann vielleicht noch eine ausgeprägtere Unabhängigkeit hat. Das ist aber kein Vergleich so richtig zum Gitarrespielen. Naja. Ja, ich weiß nicht. Ich finde oft diese Mehrstimmigkeit in einer Hand, die ist sehr simpel eigentlich aufgefasst, dass man da wirklich mal Viertel irgendwie mit dem Daumen spielt und die ganze Zeit irgendwelche Melodien mit den übrigen Fingern, ist mir jetzt noch nicht so untergekommen. Gibt mit Sicherheit Stücke, die so sind, aber ich glaube, das sind wirklich Seltenheiten. Aber gut, ich meine, es klappt ja auch schon. Es ist jetzt nicht so, als würde ich mir da total die Finger bei brechen.
Trotzdem ist es eine Sache, an die man sich erstmal ganz komisch gewöhnen muss. Okay, ja, wir können eigentlich direkt weitermachen mit den Comments des Tages. Ist ja auch immer mal ganz schick. Ich weiß nicht, ob die Kinect schon geht, irgendwie nicht. Ah, jetzt aber. So, und zwar von Hosenroller 1. Falls das funktioniert, würde ich dir auf jeden Fall die Seitenlage der Dobro sehr viel höher stellen, damit die Seiten weiter entfernt sind vom Griffbrett und du nicht an die Buntstäbchen berühren kannst, okay? Und dann haben wir noch The Film Slasher. Ich fange mal unten an. Moin Klaus, wollte dir nur sagen, dass dein Kanal wirklich super ist. Mach weiter so, deine Videos sind wirklich unterhaltsam und auch sehr informativ. Ja, sowas muss man mir immer mal wieder sagen, damit ich das auch selber nicht vergesse. Vielen Dank also dafür. Und oben drüber noch ein kleiner Tipp. Was steht da? Gestalte, genau. Die Bewegung deiner rechten Hand. Warte mal, ich muss mal eben niesen. Cool. Für alle, die mir gerade im Chat Gesundheit geschrieben haben, schon mal vielen Dank dafür. So, also nochmal. Gestalte die Bewegung deiner rechten Hand, deiner Pleckhand ergonomischer. Also arbeite wirklich mit präzisen Bewegungen aus dem Handgelenk. So wird auch dein Ton besser und du hast mehr Kontrolle. Sonst aber schaut deine Technik recht vernünftig aus. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, so als Gitarrist ist man doch immer sehr, sehr individuell bei seiner Technik. Also was ich da auch teilweise sehe auf YouTube. Kennt ihr Tom Hess eigentlich? Das ist dieser Typ mit diesem Bart und Glatze. So ein, ja, ich habe den noch nicht so richtig in einer Schublade zugeordnet, aber der hat auch so Lessons, wo dann so ein Schüler daneben sitzt und er dem irgendwas erklärt. Also so ähnlich wie Sascha und ich das auch haben. Und ich habe ein Video gesehen, wo ich echt denke, boah, was hat dieser Schüler da für eine Technik? Der spielt so komisch und so ganz anders als ich. Aber ich glaube fast auch, dass ich mit meiner Technik, so wie ich sie mir jetzt angewöhnt habe, auch ein bisschen besser aussehe. Das sieht irgendwie kontrollierter aus, wie ich spiele. Der war auch noch nicht ganz so weit. Da würde ich fast sagen, da habe ich schon ein bisschen mehr Erfahrung sogar. Aber könnt ihr gerne mal aufsuchen, Tom Hess oder Thomas Hess, und mal sagen, wie ihr den findet. Ob ihr sagt, also ich glaube, er ist ein guter Gitarrist und hat auch ganz ausgeklügelte pädagogische Methoden, aber nutzt natürlich YouTube auch sehr, sehr intensiv dafür, um seine kostenpflichtigen Angebote dann anzupreisen. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob man sich so ein umfassendes Bild über ihn hier auf YouTube überhaupt machen kann. Also noch gezieltere Bewegungen aus dem Handgelenk. Und dadurch wird der Ton besser. Ich glaube, was mir immer noch sehr zu denken gibt, ist die Lockerheit der Plektrumhaltung, weil ja auch Sascha sagt, er hat dieses Plektrum recht locker in der Hand und schafft es natürlich auch damit, den Widerstand zur Seite zu verringern. Ne? Ich habe das ja immer so ein bisschen durch Drehung verwirklicht, wodurch aber dann der Ton, finde ich, massiv an Qualität verliert. Und einfach nochmal das Pleck lockerer zu lassen. Wobei auch dadurch der Ton sich verändert, ne? Und effizienter aus dem Handgelenk spielen. Es geht wieder sehr in diese Aufwärmübungsrichtung, ne? Dass man das immer so mit einer Seite 5 Minuten, 10 Minuten macht. Und dann erst die Seite wechselt. Das machen wir jetzt nicht mehr. Dafür habe ich jetzt schon zu lange OpenG-Tuning gespielt. Was meint ihr denn damit, die Riso-Gitarre wird bei mir nicht alt werden? Habt ihr so stark den Eindruck, dass ich zu viel Schwierigkeiten hiermit habe und dass es mir nicht genug Spaß macht? Es macht mir im Moment eigentlich eine Menge Spaß, überhaupt diese Stilistik kennenzulernen. Man kennt die Sounds, aber das dann schon alleine bei so Siebenern oder auch dieser Turnaround-Geschichte hier, dass sich das total anbietet, weil es auch voll in der Hand liegt, voll im Instrument liegt, ja, und dementsprechend auch relativ einfach zu verwirklichen ist. Das führt natürlich dazu, dass es auch oft benutzt wird und dass es wirklich zu einer Charaktereigenschaft dieses Stils wird.
Wenn ich jetzt aus so einer Klavierspielersicht mir sowas anhöre, dann denke ich, okay, kann man so machen. Man könnte es aber auch auf zig andere Weisen lösen, irgendwelche Turnarounds zu spielen. Aber wenn man dann das Instrument in der Hand hat und sich richtig damit auseinandersetzt, wo das herkommt, ja, und wie die Töne einfach angeordnet sind, dann kriegt man einen ganz anderen Bezug zu der Musik. Und ich habe das auch viel öfter jetzt mittlerweile bei Gitarrensoli, die ich höre. Ich weiß viel öfter, jetzt wechselt er die Saite, jetzt spielt er den Fingersatz, solche, und jetzt geht er mal in eine andere Lage und so, das höre ich mittlerweile alles. Das habe ich vorher in keinster Weise wahrgenommen. Oder jetzt spielt er mal ein bisschen Outside, jetzt ist er wieder Inside, jetzt hat er hier Pentatonik-Fingersatz und so, Wahnsinn. Damit haben sich für mich ganz, ganz neue Welten der Wahrnehmung aufgetan, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich jetzt auch echt das Gefühl habe, okay, ich habe die Gitarre zumindest in weiten genrespezifischen Teilen verstanden. Ich denke mal so, wenn es wirklich unglaublich schnelle Passagen sind, dass ich dann immer noch ab irgendeinem Grad kapituliere und nicht mehr weiß, wie es gemacht wird. Ich denke mal auch so Speed-Tapping und so und diese Legato-Spielsachen, wenn das wirklich super schnell wird, dann steige ich irgendwann auch aus. Aber so alles, was irgendwie vom Blues herkommt, würde ich sagen, okay, da weiß ich jetzt so ein bisschen, was da Sache ist. Und ja, Stichwort Blues, da ist sicherlich hier diese Open-G-Geschichte mal eine gute Weiterführung. Und ich habe den Eindruck, dass eigentlich die Saiten hier schon relativ weit vom Griffbrett weg sind. Wobei ich auch sagen muss, ich kann das nicht einstellen. Ich wüsste nicht, wie man das hier macht. Wahrscheinlich müsste ich dann hier irgendwie was anderes drauf machen oder so. Aber die Saiten, die liegen hier auch schon relativ hoch auf. Also sieht mir eher so aus, als würde man jetzt bei einer E-Gitarre hier erstmal mit der Feile rangehen und die Saiten irgendwie tiefer einbetten. Was ich jetzt hier natürlich nicht mache, um den Abstand zu wahren. Ich denke eher, dass ich an meiner Bottleneck-Technik dann noch arbeiten muss. Ihr hört gar nichts, ne? Das kriege ich schon hin, dass ich nicht irgendwie so an den Wundstäbchen reibe. Das macht schon Bock. Wisst ihr, was ich als nächstes brauche? Ein E-Bow. Also die Gitarristen kennen das natürlich. Ein elektronischer Bogen. Ein E-Bow, das ist so ein kleines Gerät mit Batterie. Das muss man anschalten und dann gibt es da so eine Art Wechselmagnetismus, der halt die Saite immer anzieht und wieder loslässt quasi, magnetisch. Deswegen kann ich dieses Teil hier so draufhalten und rege damit ganz, ganz allmählich die Saite zum Schwingen an. Und deswegen gibt es gar nicht dieses Zupfen, was ja sehr charakteristisch für eine Gitarre ist, sondern dann geht der Sound so auf. Finde ich total geil, den Effekt. Also ich glaube, man kann den Klangcharakter der Gitarre komplett verfremden, wenn man ein E-Bow benutzt und ein Bottleneck. Dann fängt man irgendwo an auf so einer Tonhöhe, dass es so langsam lauter wird und dann macht man hier so ein Glissando und kein Mensch weiß mehr, dass es sich um eine Gitarre handelt, allein vom Hören her. Habt ihr meine Crow-Sendung gesehen im Kika, auf Kika Live? Ich weiß nicht, ob es das noch in der Mediathek gibt, aber da haben wir auch so ein Musikquiz gemacht. Es war eine Sache, die ich immer schon mal machen wollte. Wir sind mal wieder zum Music Store gefahren. Wir haben da mal wieder alle Instrumente gekapert. Total witzig. Ich habe Querflöte gespielt, Klarinette gespielt, Saxophon gespielt, Akkordeon, E-Gitarre natürlich, Keyboard. Leider haben die keinen einzigen Flügel da in diesem großen. Die haben ein extra Klavierhaus in der Innenstadt von Köln. Aber ich dachte mal, so ein Flügel werden sie ja wohl auch in ihrem großen Laden haben. War leider nicht der Fall. Und deswegen mussten wir dann ein Keyboard nehmen. Und dann haben wir die Attack weggeschnitten, also die Einschwingphase, und haben dann geprüft, ob man die Instrumente immer noch erkennt. Und es ist echt schwierig. Also selbst Klarinette, die ja ein ganz, ganz eigenes Obertonspektrum hat, klingt doch sehr nah am Saxophon zum Beispiel.
oder auch Gitarre und Klavier. Da habe ich halt die gleichen Akkord-Voicings genommen, drei Klänge. Tja, ziemlich austauschbar eigentlich, die Töne. Von der Klangcharakteristik. So, okay. Sollen wir nochmal ein bisschen improvisieren oder nicht? Tja. Ich suche eigentlich nach einer Möglichkeit, Finger und Bottleneck zu verbinden. Das habe ich noch nicht so richtig raus. Also das Einzige, was ich mittlerweile jetzt gelernt habe, war dieser Turnaround. Da habe ich dann diesen einen Slide. Ja, ich überlege halt gerade, ob man das meiste von so einer Bluesbegleitung, was da wirklich entscheidend und essentiell ist, ob man das mit den Fingern macht und eigentlich diesen Bottleneck hauptsächlich für so Ausschmückungen, ne? Sowas da, dumm. Für halt die ein oder andere entscheidende Blue Note noch einsetzt. Ja, irgendwie so in die Richtung, ne? Ich müsste also ein bisschen präziser auch einzelne Saiten erwischen, um dann solche Ausschmückungen zu machen. Wie soll ich diesen C7 machen? Ich weiß es nicht. Okay. Ich würde sagen, ich gebe es an der Stelle mal auf. Ich habe jetzt auch schon, keine Ahnung, 52 Minuten geschafft. Gibt einen kleinen zaghaften Applaus, würde ich sagen. Ach, so langsam. Ich weiß nicht. Es sind halt ganz, ganz neue Gehversuche mit dem anderen Tuning. Ne? Das ist die totale Umstellung. Ja, wer weiß. Ich werde vielleicht auch das immer mal so ein bisschen variieren, wenn ich mal wieder Bock habe, bisschen Solo zu spielen auf einem Standard-Tuning, dann mache ich das halt mal. Aber jetzt gerade, das macht schon Spaß. Es ist jetzt nicht so, als würde ich so gar nicht Spaß an der Sache haben, weil ich mich zu unflexibel fühle. Aber ich suche gerade immer noch nach dem ein oder anderen Tutorial, wo ich auch sehe, boah, Hammer, so kann ich das also variieren und interpretieren. Vielleicht auch erstmal das Bottleneck weglassen. Vielleicht erstmal nur ans Tuning gewöhnen, oder? Ist das eine Strategie? Was für Tipps würdet ihr mir jetzt denn geben? Würdet ihr sagen, erstmal einfach versuchen, so einen Blues nur mit den Fingern zu machen, weil diese Ausschmückung mit Bottleneck, das kann man irgendwann immer noch. Und wenn ich unbedingt Bottleneck machen will, dann bleibe ich halt erstmal auf meinem G und mach so einfache Figuren, sodass ich einfach präziser werde, dass ich bestimmte Saiten ansteuern kann und genau weiß, wo die Blue Notes liegen und so. Und kombinieren kann ich es dann immer noch, wenn ich mich in diesen beiden Disziplinen sicher fühle. Oder würdet ihr auch sagen, bei diesen Tutorials gehe ich vielleicht zu oberflächlich ran? Ich habe ein bisschen das Gefühl, weil ich die ganzen Leute nicht kenne, die ich da anklicke, dass ich relativ schnell versuche, ist das jetzt was für mich oder nicht? Das ist so dieses neuartige Phänomen, was man auch der Jugend schnell vorwirft. Ey, die haben keine lang andauernde Aufmerksamkeitsspanne mehr. Die müssen nach 2 Minuten sofort umschalten und so, sonst ist es langweilig. Und ich fühle mich halt so in dem Moment, wo ich beobachtet werde durch euch, dass ich denke, ist das Video jetzt gut genug, um das jetzt hier eine Viertelstunde lang anzugucken? Oder
wo sind jetzt die wesentlichen Punkte des Videos, die für mich jetzt gerade eine Rolle spielen? Vielleicht gerade dann, wenn ich mich komplett neu in so ein Feld einarbeite, wie jetzt OpenG mit Blues und Bottleneck, vielleicht muss ich da erstmal viel, viel mehr einfach sammeln, auch mehr Musik hören und Tutorials einfach mal durchgucken, um da auch nochmal so eine, ja, einfach meine Antennen nochmal richtig auszurichten. Sonst kann ich gar nicht beurteilen, was für mich jetzt gerade relevant ist und was nicht. Ja, lauter Fragen an euch. Ich denke mal, damit können wir es auch erstmal belassen. Das letzte Wort hat, wie immer, der Chat. Von daher muss ich da jetzt nochmal reingucken. Mal gucken, wie es Better Media schmeckt. Oh, es ist doch noch ein bisschen was geschrieben worden. Das ist cool. Lecker, Brathuhn. Da sind wir stehen geblieben. Orgelspielen ist, glaube ich, lustig. So eine Bachfuge mit Händen und Füßen. Ja, habe ich keine Erfahrung mit. Da großartig mit Füßen noch melodisch loszulegen. Ich habe schon öfter mal auch Gottesdienste untermalt. Ich habe auch schon Hochzeiten auf der Orgel gespielt. Ist sogar nächsten Monat, habe ich mal wieder einen Orgeljob. Haha, Hammer. Da benutze ich dann auch die Füße, aber dann nur für Grundtöne, für Akkorde. Und meistens sind Kirchenlieder und so ja nicht harmonisch so komplex, dass man da großartig die Orientierung verliert. Dann habe ich halt einen Fuß immer auf dem Grundton und den anderen Fuß nutze ich für Subdominante, Dominante und dann komme ich schon relativ gut klar. Und ich kann ja die Lieder dann noch so ein bisschen speziell einüben. Aber ja, da habe ich auch definitiv Respekt vor, wenn die Leute dann wirklich ihre Sechzehntel dann auch mit den Füßen spielen. Die haben ja dann separate Schuhe extra, ne, die auch so ein bisschen dünner sind, mit denen sie nur Orgel spielen, die Organisten. Und das sind dann manchmal auch so doppelt geschweifte Pedale, ne, die dann extra so gebogen sind, dass man auch gut die komplette Range abdecken kann. So, Gesundheit wünschen sie mir alle. So, wieso zoomt es automatisch? Ist das etwa nicht schön? Ich finde die Zoomfahrten super. Ich finde die auch von der Frequenz gut. Jetzt zoomt es natürlich nicht, aber warte mal. Müsste manuell auch immer noch gehen, ja. Ich finde die Zoomfahrten schön. Und ja, manuell habe ich da nie Bock drauf, aber einfach toll. Einfach, es gibt dem Ganzen doch nochmal mehr Intensität, oder? Ich bewundere gute Orgelspieler, ich wäre ein einziger Knoten, ja. Meines Wissens stellt man das mit der Krümmung des Griffbrettes ein. Klaus, verdammt gute Selbstanalyse. Ach danke, das ist cool, aber sag gerne nochmal ein bisschen genauer, welche Punkte du jetzt komplett unterschreiben würdest, weil jetzt habe ich unheimlich viel über mich gesagt und ja, in der großen Masse erschlägt es mich dann auch. Ja, ich brauche jetzt Ansätze, ne? Ich brauche so 1, 2, 3 Punkte, die ich bewusst angehen kann. Ja, wie stelle ich denn die Krümmung? Also hier gibt es keine Schraube oder so. Bei der E-Gitarre weiß ich ja, dass ich den Hals hier irgendwie krümmen kann. Wie soll man das denn hier machen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das geht gar nicht. Wo sollte das passieren? Nee. Also hier ist so eine Abdeckung. Vielleicht verbirgt sich darunter noch eine Schraube, die jetzt hier einmal so durchgeht. Das kann sein. Aber, ach. Beim Soundvlog-Finale am 24. August werde ich die natürlich dabei haben. Dann kann sich der ein oder andere Experte die mal angucken. Es kommen schon sehr illustre Gäste. Ich freue mich total auf das Event. Und ihr könnt euch auch immer noch anmelden. Ich muss euch dann einladen zu einer geschlossenen Gesellschaft. Aber Eintritt ist frei. Das war nochmal so eine Frage. Kostet das jetzt was? Nö. Also ihr müsst ja eh erstmal kommen und dann da das Bier und die Getränke... Getränke und Bier und auch das übrige Essen, das flüssige Brot und das übrige Essen sind auch nicht kostenlos. Da müsst ihr einfach selber gucken, wie viel ihr da konsumieren möchtet. Von daher nehme ich da nicht noch extra Eintritt. Ich denke mal, es gibt einen Techniker, den ich irgendwie bezahlen muss, aber ich muss mal schauen, wie die Unkosten da für mich sind. Ich nehme mal an, das ist vertretbar. Von daher kommt gerne vorbei. Also ne, keine weiteren Verpflichtungen. Ihr müsst einfach nur gute Laune mitbringen und meldet euch per mail@klaus-kauka.de. Ich schreibe es nochmal auch in die Videobeschreibung. Einfach eine kurze Mail schicken. Ich will gerne kommen und dann kriegt ihr auch von mir die Einladung zurück nach Oberhausen am letzten Sonntag im August. 24. August ist das.
Ja, und es sind noch Plätze genug. Also ich glaube, da muss man keine Angst haben, dass es jetzt zu voll würde. Den Stress haben wir nicht. Und ich hätte gerne lieber ein paar Leute zu viel, als wenn wir dann da doch nur so eine ganz, ganz kleine Runde sind. Jetzt gerade weiß ich auf jeden Fall schon, dass es ein super Event wird, dass es super spannend wird, die kennenzulernen, die sich schon angemeldet haben. Von daher auch, ich denke mal, ihr werdet auch einen tollen Abend haben, wenn ihr euch noch entschließt zu kommen. Ja, also meldet euch an, würde mich sehr, sehr freuen. Wird ein geiler Abend. Ansonsten sage ich erstmal viel Spaß beim Fußballspiel und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Wahrscheinlich dann 2 Stunden später als heute, weil der Abend ja lang wird. Tschüss.